dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Gemeinde, was geht? Es handelt sich um die Folge 44 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Es geht gleich weiter mit der Nummer 214, und zwar ein gewisser Franz Staudinger, ein Aufsatz in der Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie im 19. Jahrhundert, eines der maßgeblichen Organe in philosophischer Hinsicht. Dort musste man veröffentlichen. Der Aufsatz heißt Identität und a priori, also ein Sammelwerk, 4 oder 5 Teile auf 4 oder 5 Ausgaben verteilt. Dort heißt es: nicht bloß die heutige Wahrnehmung von der Sonne ist eine andere als die gestrige. Die heutige Sonne ist nicht mehr die, welche gestern leuchtete. Keiner der gestrigen Licht- und Wärmestrahlen berührt mich heute. Dennoch aber sage ich, die gestrige Sonne ist mit der heutigen eins. Also solche Identifikationen trotz bei strenger Logik nicht vorhandener Identität finden sich in allen möglichen Variationen im täglichen Gebrauch, was in Bezug auf die Nützlichkeit der Sprache hier keine große Sache ist. Das heißt, da gibt es nichts zu kritisieren in Bezug auf die Nützlichkeit. Es geht hier nur um Wahrheit oder Erkenntnis, oder wenn von Wissen gesprochen wird, dann muss immer hinzugefügt werden, Wissen, das einem Nutzen dient. Aber es handelt sich in den meisten Fällen nicht um ein Wissen an sich, das heißt um ein absolutes Wissen, denn es ist nur eine Frage der Genauigkeit, wie genau ich etwas nehmen will, um diesen Widerspruch zwischen Nutzen und einem allgemeingültigen Wissen da aufzulösen. Fälle dieser Identität sind immer dann vorhanden, wenn man es mit lebendigen Organismen zu tun hat. Da ist keiner die nächste Sekunde so, wie er vorher war. Ob das jetzt der menschliche Körper ist oder ob das irgendwelche Pflanzen in ihrem Wachstum sind oder ob das irgendwelche anorganische Stoffe von mir aus, die der Witterung ausgesetzt sind, da ist in der nächsten Stunde handelt es sich schon um einen anderen Zustand, ist genau genommen das Ding nicht mehr dasselbe, weil es eben die verschiedensten Veränderungen an sich erfahren hat. Aber das spielt in der Praxis in der Regel keine Rolle. Und wie gesagt, dagegen ist auch nichts einzuwenden, dass das alles praktisch tauglich ist. Wunderbar, aber eben streng genommen logisch hat man es nicht mit denselben Dingen zu tun. Das ist dann dieser klassische Vergleich, dass etwas dasselbe ist, aber nicht das Gleiche. Wenn ich jetzt aus einer bestimmten Produktion, automatisierten Produktion, es wird ein Buch gedruckt und es wird nach den verschiedensten automatisierten Vorgängen, Methoden hergestellt, dann scheinen diese Bücher
identisch, weil sie alle den gleichen Vorgang durchlaufen. Aber das ist leider eben nicht der Fall, weil irgendetwas anders ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Buchbinder das mit der Hand noch macht oder gemacht hat, dann sind da die verschiedensten Möglichkeiten, wie etwas anders sein kann. Also ist immer nur eine Frage der Genauigkeit. Und was ich will, damit soll nur darauf hingewiesen werden, dass es sich im Grunde genommen nie um eine Identität der Dinge handelt, wenn in der Sprache so etwas behauptet wird oder einfach nur davon ausgegangen wird, dass die Dinge weiter so bleiben, wie sie sind, weil das in der Erfahrung nach oft keine Rolle spielt. Aber es ist eben ein Unterschied, ein grundsätzlich logischer, ob ich etwas als dasselbe bezeichne in einem logischen, sicheren Sinn oder ob das nur deshalb der Fall ist, weil ich auf die Einzelheiten nicht eingehen will oder die für mich keine Rolle spielen. Also solche willkürlichen Gründe dazu beitragen, dass es zu einer solchen Objektivität kommt. Das ist von der Argumentation her, kann ich das nicht behaupten. Und allein um das geht es, um die logische Begründung einer Allgemeingültigkeit von irgendetwas, ob das jetzt eine Realität ist oder ob das einer der Gegenstände aus dieser Realität ist, das spielt keine Rolle. Und deshalb geht es jetzt weiter, nochmal zu Staudiger. Wenn ich ein Buch oder ein Geldstück vor mich hingelegt habe und ein Nachbar legt mir, während ich wegblicke, ein ununterscheidbar Gleiches an dieselbe Stelle, so werde ich ganz unbedingt, wenn kein sonstiges Zeichen die Vertauschung kundgibt, den Gegenstand bei erneutem Hinsehen für denselben halten. Gerade der Irrtum zeigt in diesem Fall besser als ein positives Beispiel die psychische Nötigung und die Gesetzlichkeit des Bewusstseins an das, was es ununterscheidbar findet, als identisch zu beziehen. Also eine psychische Nötigung, von der Staudinger hier spricht. Ich würde das gerne noch etwas normalisieren. Es ist, man möchte gar nicht für möglich halten, wie sehr in einem gewisse, wie man sich im Laufe der Jahre gewisse Gewohnheiten angeeignet hat, was die Erwartungshaltung in Bezug auf die sogenannte Realität angeht. Also da sind ganz bestimmte Angelegenheiten, die sind so auf in die Erfahrung schon eingegangen und dahingehend beurteilt, dass diese Dinge, sage ich mal, sicher sind oder in einer bestimmten Ordnung ihren Platz haben und diese Ordnung als nicht widersprüchlich, als funktionierend, als es ist immer alles an seinem Platz. Und wenn das jetzt einmal nicht der Fall ist, also man erkennt es am besten daran dann, wenn Leute zum Beispiel wahnsinnig werden. Da gibt es so bestimmte Versuche oder ich weiß es nicht, ob es da Experimente gibt, weil die im Grunde genommen ja menschenverachtend sind und ob das jetzt, obwohl sich da in der Vergangenheit wohl kaum jemand
rumgeschert hätte, ob ein Experiment menschenverachtend ist. Zumindest gibt es bestimmte, es gibt ein paar Filme, an einen kann ich mich erinnern, der bekannteste mit Ingrid Bergman, wo ihr Ehemann versucht, sie in den Wahnsinn zu treiben, und das funktioniert eben genau so, dass dieses ganz normale Bewusstsein an die Normalität einer bestimmten Realität da verunsichert wird. Also, dass dann diese gute Frau am Ende an ihrer Wahrnehmung zweifelt, ob sie sich was eingebildet hat, weil jetzt ein Gegenstand verschwunden ist, den sie gesucht hat und dann plötzlich wieder aufgetaucht ist, und das jetzt nicht einmal passiert, sodass man darüber hinwegsehen kann, sondern mit den verschiedensten Dingen. Es spielt dann die Lüge auch eine Rolle. Man streitet ab, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort gewesen zu sein, an dem man dann von, jetzt in diesem Fall, Ingrid Bergman gesehen wurde. Also diese Verunsicherung dieser normalen Realität führt bisweilen, wenn man es mit jemandem zu tun hat, der sehr von diesen Gewohnheiten abhängig ist, unter Umständen dann wirklich dazu, dass jemand glaubt, seinen Verstand zu verlieren, mit den entsprechenden Folgen, dann auch kein Vertrauen mehr hat an seine Logik und nichts mehr daran findet, die abstrusesten Vorstellungen aneinander zu reihen, auch den Glauben verloren hat, dass irgendjemand noch glaubhaft ist und so in der Art. In diesem Beispiel von Franz Staudinger in Bezug auf Identität und a priori, also da geht es jetzt nicht nur um die Identität, die irgendein Gegenstand dann hat, sondern auch um die psychische Identität in meinem Beispiel. Hier bei Staudinger heißt es die Gesetzlichkeit des Bewusstseins. Diese Formulierung würde dann bedeuten, dass im Falle des Wahnsinns diese Gesetzlichkeit völlig außer Kraft gesetzt ist und die psychischen Nötigungen dann in ganz anderer Form stattfinden, Zwangsvorstellungen und was auch immer. Also in spaßhafter Art dieses Phänomen bekannt unter diesen Vorsicht-Kamera-Formaten im Fernsehen, wo jemand mit einer gestellten Situation konfrontiert wird, einer ungewöhnlichen, wo man dann an seinem Verstand zweifelt, ob da irgendwie sowas möglich ist. So in der Art wird da dann mit diesem Bewusstsein gespielt. Aber hier kommt es darauf an, jetzt klar zu machen, wie abhängig man, ich, du, er, sie ist, von seinem Bewusstsein darüber, dass alles in Ordnung ist. Es gibt da sogar Leute, die übertreiben das da ziemlich und haben dann ein gesteigertes Harmoniebedürfnis, tun alles, dass eine Harmonie, Einheit besteht, und vermeiden dann auch alles, was diese Harmonie stören könnte. Das geht hin bis zur Lüge oder Verheimlichung von unangenehmen Wahrheiten und dergleichen. Also Identität spielt eine große Rolle im Leben der
Menschen nicht nur, dass die Dinge eine Identität haben und so berechenbar sind von einem Fahrrad, das man gerade gekauft hat, oder ganz egal, irgendeinen Gegenstand, da rechnet man nicht damit, dass der nach 2 Wochen schon wieder kaputt ist, auch wenn es da in der Geschichte des Internetbestellens da jede Menge Rücksendungen gibt, die wahrscheinlich in den wenigsten Fällen etwas damit zu tun haben, dass etwas kaputt ist, sondern eher damit, dass ein Gegenstand plötzlich nicht mehr den Erwartungen entspricht. Egal, man merke, dieses Identitätsbewusstsein findet sich sehr gern oder gehäuft bei den sogenannten konservativen Gemütern, die da sehr schwer darauf aus sind, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Es geht weiter mit Franz Staudinger aus dem genannten Aufsatz. Der Ungeübte sieht bei angestrengtester Aufmerksamkeit 1000 Dinge nicht, die dem Kenner nach einem kurzen Augenblick zu Bewusstsein kommen. Was soll uns das bedeuten? Dass die Art und Weise, wie die Art und Weise der Aufmerksamkeit in Bezug auf eine Objektivität maßgebend ist. Also wenn es vom Bewusstsein der einzelnen Subjekte abhängt, inwieweit irgendetwas allgemein gültig ist, sein kann, dann spricht das gegen diese Objektivität, weil ich habe dann ja kein gleichermaßen Bewusstsein für eine Realität, wenn dieses Bewusstsein, wenn es durch Übung und durch Fertigkeit andere Fähigkeiten hat in der Wahrnehmung wie jetzt irgendjemand anderer. Dann ist auch die Welt, die dieser jener empfindet oder als real empfindet, eine andere als desjenigen, der jetzt, nehmen wir jetzt mal die Feinschmecker an, wenn jemand keinen Geschmack ausgebildet hat für verschiedene Nuancen, jetzt beim Weintrinken oder bei irgendwelchen Mahlzeiten, dann ist es demjenigen auch nicht möglich, da zwischen einem sogenannten guten Essen und irgendeinem Junkfood zu unterscheiden. Er würde dann dieser Banause oder geschmackliche Analphabet, sage ich mal, würde jetzt ein sogenanntes gutes Essen oder ein teures Essen in einem 5-Sterne-Restaurant, würde jetzt so McDonald's diesem Essen vorziehen, so auf die Art. Oder nehmen wir jetzt mal Musik her, jemand, der Musik studiert hat, Klavier studiert hat, Gesang studiert hat, Noten studiert hat, jahrelang, der hört bestimmte Musikstücke ganz anders. Da handelt es sich um eine ganz andere Realität wie bei jemandem, der unmusikalisch ist, sage ich mal, und an derlei kein Interesse hat, da gar nichts hört, also das denn völlig, dass er nicht in der Lage ist, seine Aufmerksamkeit da sich irgendetwas anzuhören oder anzusehen, weil sein
Bewusstsein etwas ganz anderes gerichtet ist, was weiß ich. Das heißt jetzt nicht, dass diese Leute nicht in irgendeiner anderen Art und Weise da Interessen haben können, und ich vertrete jetzt hier nicht einen elitären Standpunkt, also vertrete ich schon, ist ganz klar, wenn man bestimmte geistige Ausbildung einen Wert legt. Was aber damit gesagt sein soll, ist, dass es für jeden Menschen eine eigene Welt gibt. Und die allgemeingültige Welt, die ist eine abstrakte, das ist eine Vorstellung, mit der Menschen dazu gebracht werden sollen, in gleicher Weise zu denken, sodass jemand, der jetzt etwas, der aus irgendwelchen Gründen davon abhängig ist, dass viele Leute auf ihn hören, ob das jetzt ein Politiker ist, ob das jetzt eine Lehrkraft ist, ob das irgendein Kabarettist ist, die ihr Publikum brauchen, spielt gar keine Rolle. Die haben ein Interesse daran, dass es ein Publikum gibt mit einem bestimmten Niveau in irgendeiner Hinsicht. Also beim Kabarettisten, dass sie etwas lustig finden oder interessant finden, kritisch finden, was der macht, das ihnen einfach gefällt. Und alle, denen das gefällt, was dieser Kabarettist da macht, die versammeln sich dann in seinem Namen, wenn man so will. Und Politiker, die gewählt werden wollen, die versuchen auch eine geistige Einheit herzustellen, sodass alle diese Menschen, die sich jetzt im Namen einer bestimmten Partei versammeln, ähnlich oder gleich in Bezug auf verschiedene Angelegenheiten denken, und so kann man diese geistigen Einheiten, sage ich mal, die gibt es jetzt von mir aus in der Kirche, überall, wo sich Menschen in irgendeinem Namen im übertragenen Sinne versammeln. Ob das jetzt, es kann auch vor dem Fernseher sein, da werden von bestimmten privaten Fernsehsendern wird ein ganz bestimmtes Interesse gefördert, um ein gewisses Publikum an diese Formate zu binden und dann mit Zuschauerzahlen Werbeaufträge zu erhalten. Also überall, wo es auf mehrere Menschen ankommt, die im selben Geist, sage ich mal, zu versammeln sind, besteht ein Interesse, oder ist es notwendig, dass irgendjemand diese Gemeinsamkeit in diesem Geist entsprechend ansprechen kann oder dafür sorgen kann, dass diese Einheit besteht, dass ein Künstler seine Fanbase hat, und deswegen besteht auch dementsprechend eine Allgemeinheit oder Allgemeingültigkeit, wenn man so will. Die besteht aber auch in Bezug auf das, was gemeinhin so Realität bezeichnet wird. Da gibt es auch
vielleicht sogar sehr viele, tausende, Millionen, die aufgrund ihrer Erziehung da in diesen gemeinsamen Geist einer Realität, die unabhängig vom subjektiven Bewusstsein existiert, aufgezogen wurden. Und denen ist gar nicht bewusst, dass es sich dabei um einen Glauben handelt, der derselbe Glaube im Prinzip ist wie der Glaube an eine politische Partei oder an irgendeine Religion oder der Glaube an den materiellen Nutzen, ans Geld oder an den Reichtum. Das sind so Vorstellungen, die die Leute in ihrem Kopf haben, von denen sie glauben, dass sie einer Realität in dem Sinn entsprechen, dass sie eben ihnen nützlich sind, diese Vorstellungen, diese Realitäten. Aber es hat jeder seine eigene. Und zu glauben, dass es tatsächlich eine Realität gäbe, die diesen Vorstellungen entspricht und die auch für alle Menschen gleichermaßen dieselbe Realität ist, oder dass es nur eine Realität für alle Menschen gibt, eine Welt für alle Menschen, das ist dieselbe und die ist naturwissenschaftlich zu erkunden, aber es da steht eben der objektivistischen Anschauung, dass es eben eine Welt gibt und eine Art von Logik und Verstand, der gegenüber, dass jeder Mensch seine eigene Welt hat und seinen eigenen Verstand, sein eigenes Bewusstsein. Und da heißt es, sich zu entscheiden. Bin ich so einer oder bin ich so einer? Da gibt es kein sowohl als auch. Denn damit steht und fällt auch die eigene Persönlichkeit, wenn es überhaupt sowas wie eine eigene Persönlichkeit geben soll. Vielleicht geht hier noch der kurze Weisgerber. Unkraut gibt es nicht in der Natur, sondern erst im Urteil des Menschen. Mit diesem Spruch entlasse ich euch. Es gibt kein Unkraut, genauso wie es kein Obst gibt. Unkraut ist eine Idee. Das einzelne Ding jetzt da im Garten, das sich davor vorfindet, ist jetzt kein Unkraut in dem Sinne, sondern es ist Spitzwegerich oder Brennnesseln, wie auch immer. Und so schaut's aus. Nur eine Idee, nur ein zum Zwecke des Ausrottens und zum Zwecke sauberer Gärten, ordentlicher Gärten, die frei sind von Unkraut, wie gesagt. Aber Unkraut ist eine Ideologie, von der man in letzter Zeit immer öfters abkommt, weil sehr viele Insekten dieses Unkraut, sogenannte Unkraut, brauchen und so weiter. Das war's für diese Runde 44, Folge 44. Auf dem Gleichsatzkanal. Stay tuned, peace und out.